Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der irgendwo in Thüringen. Ja, wie ihr seht, ich hab da Maisstängel. Maisstängel habe ich alle gepresst. Hab einen Anderson-Wagen gekauft. Und jetzt bringen wir die alle vom Feld runter. Das ist zwar eine ziemliche Juckelei, aber ich habe schon mal einen Wagen weggebracht, um das zu testen. Das hat geklappt. Und jetzt zeige ich euch das mal eben, ne? Also, ganz ehrlich. Ihr werdet es nachher sehen, wenn wir die Ballen abladen. Dafür fahre ich wohl hin und her. Und es war meine Bestätigung, weil ich ja gedacht habe, weil auf der Schleswig-Holstein der Ballenträger nicht geht, ob das vielleicht an meinem LS und alles liegt, ist es nicht. Ich kann hier Ballen verkaufen, also ist es ein Bug auf der Schleswig-Holstein. Gut zu wissen. Naja. So, Abfahrt. Wir fahren jetzt zum Ballenverkauf Viehhändler. Das ist eine ganz schöne Juckelei. Ich hatte schon Kurs eingefahren. Also mit Curseplay. Aber ich habe gedacht, wir fahren mal eben zusammen dahin. Ne? Es ist zwar noch dunkel. Ihr seht es auch an der Uhrzeit. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte gerne noch in diesem... Ja, in der Nacht kann ich ruhig die Ballen wegfahren. Ne? Dann gehen wir auf den nächsten Tag. Dann können wir plögen. Und den Rest Sojabohnen ernten, hatte ich schon mal mit angefangen. So, hier müssen wir gleich aufpassen. Hier, ne? Hier muss ein bisschen aufpassen. Hier hat der Truck gar nicht gerne. Wenn du einen dicken Hänger hinter hast, schiebt er dich rum. Hebelt ihn aus, ne? Durchs Gewicht hinten. Ja, und dann werden wir pflügen und dann werden wir mal gucken, was wir säen, ne? Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, ist es noch zu früh auf Season zu gehen, ne? Aber wir haben auch noch nicht alle Flächen abgeerntet, also von daher. Shit drop. Wir müssen auch noch Kartoffelkuss machen, ey. Da geht mir am meisten auf den Zünder. Gut, dass ich den Cheat-Roder habe, der da so schnell fährt und eine große Kapazität hat, ne? Wenn du das mit diesem Lückending machst, hier Standard, ich glaube, dann bist du irre, ne? So, wir haben ein ganzes Stück vor uns. Das dauert ein bisschen, bis wir da sind. Aber es lohnt sich. Ganz ehrlich, ihr werdet es gleich sehen. Ich finde, das gibt dem Spiel so ein bisschen wieder so... So ein bisschen so ein Touch. Diese Map finde ich cool. Lieber Mr. O, die solltest du dir vielleicht auch mal angucken. Hier sind Produktionen mit drauf. Aber nicht so übertrieben wie auf der Marsch. Hier kannst du Schweine machen. Hier lohnt sich das, weil du hier einen Schlachter kaufen kannst. Da machen Matschschweine machen macht einen Sinn. Sonst, wenn du Schweine machst, lohnt sich doch gar nicht. In meinen Augen. Du kippst da unendlich Futter rein und was kriegst du pro Schwein? 1000 Euro? Lohnt sich doch gar nicht. Das ist ein Zuschussgeschäft. Hier lohnt sich das. Hier kannst du das vermarkten. Oder eine Düngeproduktion oder alles sowas. So ein bisschen hier, ne? Und das finde ich cool und hier macht auch Maisdreschen Sinn. Ne? Sonst drischst du immer Mais. Okay, du brauchst ihn für die Schweine oder machst CCM raus. So hast du das Maisstängelstroh auf Deutsch gesagt, was du noch bearbeiten kannst, wegbringen, um an Kohlen zu kommen. Ich finde, das ist schon, finde ich, ein entscheidender Vorteil. Ne? Und hier ist echt Liebe zum Detail auch auf der Map. Ne? Da kannst du nicht sagen, so, die ist jetzt zurecht gefuscht. Das macht schon Spaß, hier drauf zu spielen. Also bin ich ganz ehrlich. Macht schon Laune, ne? Ihr seht es ja auch oben am Kontostand, ne? Hier kannst du schon Kohle machen, wenn du ein bisschen guckst. Also so ist das nicht, ne? Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich bin dort gar nicht gewohnt. Ich spiele sonst eher die kleinen Maps mit kleinen Spielständen. Da bin ich das ja gar nicht gewohnt, so Kohle zu machen. Aber okay, ich spiele auch meist mit Seasons, ne? Weil ich das eigentlich angenehmer finde, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen weiter. Ne? Macht ja keinen Sinn, hier lange rumzulabern. Wir haben ja echt noch ein bisschen was zu fahren. Dann können wir nämlich endlich fliegen. Mal gucken, ob der Magnum überhaupt den Flug zieht. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Oder ob wir uns einen Quadrack zulegen müssen. Obwohl, Quadrack habe ich gehört, die haben Probleme mit Rea. Kann das sein? Weiß ich nicht.
kann mich bis jetzt nicht beschweren, ne? Wenn ich kaufe ein Big Bad. Egal. Ist ein bisschen flackern, die Recall, das Display, ne? Oder das ist Meckern auf hohem Niveau, oder? Kann auch sein, weil zu viel Licht an ist. Ja, Leute, ganz schön Weg, ne? Da waren wir schon mal öfters. Wir fahren jetzt zum anderen Ende der Map. Schon krass, ne? Im Dunkeln ist das echt. Ich finde es anstrengend, im Dunkeln zu spielen, bin ich ganz ehrlich, ne? Aber der hat ja eine gute Beleuchtung, der Fendt. Die Autofahrer sehen nichts, wenn sie dran vorbeischießen, aber wir sehen was. Das ist wichtig, ne? Das ist wichtig. Wir müssen auch gleich ab, ne? Bis wir da sind. Siehst du auch schlecht im Dunkeln. Ich könnte ja auch die Minimap anmachen, aber das wäre jetzt zu einfach, ne? Ich glaube, hier müssen wir gleich hoch. Irgendwo. Mach ich schon mal einen Blinker an. Ja, genau hier müssen wir hoch. Ich bin ortskundig. Das war jetzt gelogen. Dann sind wir gleich da, ne? Irgendwo müssen wir jetzt hier gleich ab. Da müssen wir hin. Hier ist der Ballenverkauf Viehhändler. So, machen wir eben unendlich. Dann sehe ich das jetzt gleich besser beim Abladen. So, dann machen wir runter die Schoße und dann guckt mal oben auf den Kontostand gleich, ey. Sag euch, das lohnt sich. Habt ihr das gesehen? Wie viel Kohlen das gibt? Das sind 165. Nee, 106. 155.000 Euro. Okay, ich habe 20.000 Liter Ballen gemacht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Das lohnt sich doch. Ja, da bin ich ganz ehrlich, da fahre ich für. Da presse ich das auch. Ein paar Stunden lang. Also, das ist doch mal eine fette Kohle, oder? Da standen eben, ich hatte noch gut knapp 72.000. Ich habe jetzt zwei Wagen von dem Maisstroh verkauft, Stängelstroh. Und ihr seht, wie viel Kohlen ich da durchgemacht habe. Also ganz ehrlich, top, oder? Dafür pressen wir das hier jedes Mal. Ist schon krass, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Abfahrt, die letzten Ballen dann noch runterholen. Damit das erledigt ist. Damit wir schön schicki-feini da auch dann flügen können. Ey. Ich hoffe, der Curseplayer macht das, weil ich einen Flug mit Kalkfunktion habe. Wahrscheinlich muss ich selber machen. Hallo, blend man nicht so. Aber egal, kriege ich auch noch hin. Dann ich stelle meinen Standardhelfer ein. Obwohl, das geht ja gar nicht bei den Flächen. Okay, unser Flug hat 18 Meter, ne? Unser tiefen, locker Flug. Das schaffst schon ein bisschen was mit. Und dann können wir schön drillen. Aber die fahren ja gar nicht dicht auf, ne? Guck mal, wie der drängelt. Wir fahren 50. Der drängelt immer noch. Gibt's ja gar nicht. Fahr vorbei. Viel Spaß, bevor du mich gleich wieder abschießt. Die fahren doch schneller wie 50 hier, der Verkehr. Krass, oder? Guckt euch das mal an. Wie der da dran lang schießt. Crazy Verkehr hier, ey. Krass. Liebe Leute, echt krass, der Verkehr hier. Das ist krass. Oh, wir haben 392.000. Jetzt noch ein Hänger. Oh, einen Wagen kriegen wir bestimmt nur. Ich schätze da noch ein bisschen.
Haben wir gut 500.000. Sind wir schicki vor allem vor, ey. Und fehlen noch 800.000, glaube ich, für den Fleischer, ne? 1,3 Millionen, ey. Aber das wird aber auch noch ein Akt. Das fehlt noch ein Akt. Dann Schweinchen kaufen. Dann müssen wir den Hänger noch kaufen. Den Castor Food Hänger. Wir haben ja einen schicken LKW, dann geht das alle mit. Ja, und dann sind wir echt gut raus. Dann können wir produzieren. Ja, wir kaufen erst den Fleischer. Ich muss erst noch Weizen drillen, damit ich auch so ein Futtermittel habe. Oder habe ich irgendwo Weizen stehen? Nee, ich glaube nicht. Für die Schweine, dass wir da gar nichts erst zukaufen müssen. Kartoffeln hatte ich schon. 100.000 unterm Dach. Freue mich schon drauf, die immer umzuschütten. Aber ich glaube, wir kaufen uns hier einen Radlader, ne? Aber das sehen wir dann. Wie wir das machen. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Schreibt aber bitte einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich es auch vielleicht ändern. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.